Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Buchrezension. Heute geht es um dieses Buch hier. Das habe ich euch schon mal vorgestellt. Auf jeden Fall in meinen Neuzugängen. Ich weiß gar nicht, ob es in meinem Subvideo war. Naja, jedenfalls habt ihr es schon mal gesehen. Und zwar ist das Buch Die Sache mit Kelly und Caden von Jessica Sörensen aus dem Heine Verlag. Das ist der erste Teil. Es gibt noch einen zweiten Teil, der nennt sich, glaube ich, Die Liebe von Kelly und Caden. Bin schon sehr, sehr gespannt. Ja, Kelly ist ein Kind, die hat an ihrem 12. Geburtstag etwas sehr, sehr Schreckliches erfahren müssen. Am Anfang wurde es immer nur angedeutet, aber man kann sich ein relativ genaues Bild davon machen. Allerdings ist es dann so zum Ende des Buches hin sehr überraschend, wer der Täter ist. Und Caden ist jemand, der von seinem Vater misshandelt wurde, seit frühester Kindheit dauerhaft und wirklich sehr, sehr schwer. Und der einzige Ausweg aus diesen Schmerzen, den er gefunden hat, ist, sich selbst ständig Schmerzen zuzufügen. Ja, die beiden haben also ein sehr, sehr zerrüttetes Innenleben seit ihrer frühesten Kindheit. Und dennoch hat das Schicksal befunden, dass die beiden zusammengehören. Und es ist wirklich so, dass die Chemie einfach passt. Es ist so wunderschön. Neben der Brutalität ihres ersten Zusammentreffens doch auch diese Gefühlsebene wahrzunehmen. Es ist ein hochemotionaler Roman, auf eine sehr empfindsame Art geschrieben, hat mir wirklich, wirklich unglaublich gut gefallen. Die Geschichte rundherum ist nicht außergewöhnlich spannend, aber es passt so, weil einfach die Gefühle, die dort eine Rolle spielen, das ist schon aufwühlend und spannend genug für den Leser. Da ist es in Ordnung, dass die Geschichte rundherum ein bisschen schlichter gehalten wurde. Der Cliffhanger am Ende ist sehr, sehr gemein und dementsprechend hoch ist der Suchtfaktor und ich will jetzt unbedingt den zweiten Teil in die Hände bekommen. Hier hinten, glaube ich, im Buch ist, glaube ich, der zweite Teil abgebildet. Oder auch nicht. Auf jeden Fall ist hier hinten im Buch, gibt es wohl noch eine zweite Reihe der Autoren, das Geheimnis von Ella und Micha und für immer Ella und Micha. Falls ihr das schon mal gelesen habt, könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren schreiben. Ich glaube, ich werde es so oder so lesen, weil ich Hoffnung habe, dass das ähnlich gut ist wie das. Aber erstmal kommt hier der zweite Teil natürlich dran. Ich würde jetzt wieder das Buch nach meinen üblichen Bewertungskriterien benoten. Dem Inhalt gebe ich eine 2+, weil es wirklich so wunderschön war. Ja, die Aufmachung bekommt nur eine 3. Es ist sehr, sehr schlicht, es ist sehr, sehr einfallslos und ich mag diese Art von Covern eigentlich nicht so gerne. Suchtfaktor bekommt eine 2, weil der Cliffhanger einfach so gemein war am Ende des Buches. Der Romantik gebe ich auch eine 2. Es ist nicht klassisch romantisch, aber es ist doch irgendwo romantisch. Glaubwürdigkeit gebe ich auf jeden Fall eine 1. Jedes Schicksal der beiden existiert zu Tausenden auf dieser Welt und das ist schlimm genug. Schreibstil bekommt eine 2, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Schreibt unbedingt in den Kommentaren, falls ihr schon mal ein Buch der Autorin gelesen habt. Lesespaß. Ja, doch, es hat Spaß gemacht, auf eine sehr gefühlvolle Art und Weise dieses Buch zu lesen. Deswegen bekommt der Lesespaß von mir eine 2. Und Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt auch eine 2, weil es ein Taschenbuch und hat nur 8,99 Euro gekostet. Also ein wirklicher Tipp von mir, mal außerhalb des Fantasy-Bereichs. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!